Guck mal, wir haben doch ein Klo hier hingestellt. Also warum muss ich denn noch eins hier bauen? Abort. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. J. Bau ein Abort für die Zwillinge. Ist das noch nicht fertig? Ach, das ist noch nicht fertig. Da fehlt noch das Dach. Da fehlt noch mehr. Wie baue ich eigentlich? Wie baut man eigentlich? Sag jetzt nicht mit einem Bauhammer oder sowas. Hab ich nicht. Ich hab einen Hammer. Doch, hab ich. Auf der 3. Woran sehe ich, was da fehlt? Das ist buggy, na toll. Habe ich mich umsonst hierher geschliffen, oder was? Da kann ich nichts machen. Kann ich überhaupt nichts machen. Geh mal auf Abreißen. B. Und dann mit einem Hammer, oder was? Drehen. Bauen. Ohne Genehmigung darf ich hier nicht bauen. Tja, das ist verbuggt bei mir, ne? Abreißen und wieder aufbauen, dass da du die Sachen wieder kriegst. Ja, aber wie reiß ich ab? Linke Maustaste funktioniert nicht. Guck mal. Hier steht linke Maustaste zerstöre, aber ich kann nicht zerstören. Ich kann nicht zerstören. Guck mal, ich klicke auf linke Maustaste, ich kann nicht zerstören. Aber das ist doch scheiße, dann kann ich die Quest niemals beenden. Dann kann ich die Quest ja niemals beenden. Ja, ich trage zu viel. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Ja, ich würde sagen, die Quest ist für den Mors. Na gut. Da wir, solange wir noch so leicht sind wie eine Feder, werden wir jetzt mal versuchen, nach Zalesia zu fahren. Und dort das Soundtor zu reparieren. Aber ich glaube, ich brauche dann gleich noch mal ein bisschen Schrott. Jetzt geht's aber hier flink von der Tasche hier. Leicht wie eine Feder.
Tja, die Quest ist bei mir verbuggt. Na toll. Ich wusste, ich habe das zu Ende gebaut. Ich wusste, das war fertig. Oder brauche ich Schrott noch dafür? Nein, ich brauchte nur Holzplanken, ne? Merkwürdig, merkwürdig. Äußerst ominös. Nur Holz. Ja, dann werden wir mal gucken, ob wir unseren Schuppen auch noch mal ein bisschen streichen können. Demnächst so und unseren Zaun. Aber die Farbe ist ja auch schweineteuer, ne? Dann müssen wir echt mehr Geld mit Alkoholbrennen machen. Hey, Miki. Nein, kein neues Bett. Leider kein neues Bett. Das liegt nur am Gammelbett. Ja, das stimmt. Wer in so einem Gammelbett schläft, ne? Wo kriegen wir denn hier in Zalesia so auf die Schnelle ein bisschen Schrott her? Außer zu kaufen. Ich bremse bereits seit einer Minute, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. In den Wäldern sammeln. Ja, Schrott noch, ich weiß. Aber jetzt müssten wir ja gleich ein wenig leichter sein, ne? Die sind immer noch nicht leichter. Den Wäldern sammeln. Habt ihr hier Schrott? Geladen ist es, okay. Für den Fall der Fälle, ne? Probieren. Probieren. Zack. Ich brauche Schrott. Kann man die mit einem Schuss erledigen? Wahrscheinlich nicht, ja. Meinst du, dass hier Bärbel ist? Ich glaube nicht, oder? Hier ist doch keine Bärbel. Oh, Bären. Sie war froh, dass sie leichter war und sammelte Beeren, auf dass sie wieder schwerer wurde. Auch nicht schlecht. Oh, ein Fuchs. Nun ja. Könnt ihr euch noch erinnern, dass ich... Wie lange habe ich einen Fuchs gesucht? Wie lange habe ich gebraucht, ihn zu schießen? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Hier ist nur Schnicks.
Nuscht nix, gar nix. Kein Schrott. Warum liegt hier so ein Haufen? Warum ist hier so ein Berg? Das war ein Meisterschuss. Ja, ich glaube auch. Oh mon Dieu. Der war schon angeschossen. Natürlich war der angeschossen. Wenn ich jetzt hier weitergehe, ne? War das auf dieser Seite? Nee. Bin bald zu Hause, wollte ich euch nur mal sagen. Bin echt bald zu Hause. Wo kommen diese Berge her? Boah, jetzt bin ich genervt. Da ist mein Zuhause. Der Schuss war schon gut, aber warte, bis Andrina zwei Äxte gleichzeitig nutzen darf, dann wird sie zur Walküre. Und nichts ist mehr sicher, ich hoffe nicht. Ich hab Schrott gefunden, hurra. Kann's kaum glauben. Und ich kann mich nicht mehr bewegen, natürlich. Aber das ist nicht schlimm. Wir werden mal schnell hier hochgehen und mal unseren Alkohol verkaufen. Ist das noch weit? Nee, ist doch gleich hier, ne? Oder? Das war doch hier, oder nicht? Oh, guck mal, der backt auch. Ah, jetzt nicht mehr. Hier ist der Hof und hier ging es da hoch zu den anderen da. Da hinten. Oh, Alter, dieses zu schwer, ne? Das geht mir richtig auf den Zünder. Mich nervt das, dass ich diese komische Quest nicht machen kann. Wildschwein. Machen die Aua? Theoretisch nicht, oder? Dieses zu schwer ist wirklich lästig. Das Gewehr ist auch nicht leicht. Wahrscheinlich noch die Säge dazu, der Hammer und die Axt und dann bin ich schon überfordert. Und jetzt ist die Feder weg. Ich drehe durch. Ich hoffe, die haben hier ein Klo. Ich glaube, wenn ich die 18 Flaschen Bier los bin, dann glaube ich schon, bin ich schon wesentlich leichter. Ich drehe durch hier. Oh! Geduld, Andrina, Geduld. Alles wird gut. Du kannst dich bewegen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Olle muss da hinten irgendwo stehen. Da steht sie. Nur noch 10.000 Kilometer, dann hast du es geschafft. Ich hasse
hasse Shoppingbummeln, Mickey. Alle aus dem Weg, Adrina hat's eilig. Ja, ich ruiniere mir hier gerade echt meine Frisur bei der Schnelligkeit. Oh, ihr wisst gar nicht, wie doll ich gerade die Tasten drücke. Die kommen schon unterm Schreibtisch wieder raus, ey. Oh, oh. Nein, du jetzt nicht. Boah. Oh. Oh. Oh, nein, dir will ich nicht helfen. Ich will mit dir handeln. So. Du kriegst jetzt... Oh, 101 Kilo. Ei, der Daus, ei, der Daus. So. Wir kriegen jetzt hier erstmal den Schnaps los. Zack. Bestätigen. Dann haben wir hier nochmal Wodka. Bestätigen. Dann haben wir hier 18 Flaschen Bier. Was? Warum nicht? Kasimir, ich nehme das nicht an. Warum nicht? Du Scheiße. Apfelwein. Dann nimm Apfelwein. Okay. Im Laden. Wir sind aber immer noch 30 Kilo zu schwer. Der alte Fuchs, der wiegt ja auch noch. Und die Laterne wiegt. Die Himbeeren werden wir nicht verkaufen. Daraus werden wir schön Beische machen. Wasserflasche. Oh Gott. Ein bisschen schneller können wir uns schon bewegen. Es ist jetzt nicht mehr ganz... Schnaps, das war ihr letztes Wort, dann flog sie wie eine Feder vorn. Ja. Oh, ich dachte, ich kann bei der das Bier verkloppen, weißt du? Und jetzt wird's auch schon dunkel. Mein Fahrrad ist in Nizalesie. Und ich habe die Kühe nicht gemacht und die Hühner nicht gemacht. Und mein Haus ist in Bagdad. Können wir da nicht hinspringen? Ach nee, ich bin ja zu schwer, ne? Ja. Lieber Gott im Himmel. Also wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 23 Stunden. Ich wollte Glühbirnen kaufen. Birnen. Glühbirnen. Das ist das, was ich an diesem Spiel hier echt hasse. Was wiegt dieses Kackgewehr? 5 Kilo. 8 Kilo. Die leeren Flaschen, die muss ich auch nicht mitschleppen. Die wiegen ja auch noch. Das geht ja noch mit der Überziehung. Aha. Ich könnte hier Hinz, Kunz und Franz überfallen. Und wann war hier dieser komische Soldat im November, ne? Was haben wir denn jetzt eigentlich? August. Wir haben August. Dankeschön, liebe Sonja. Meinst du, die 500 Bits tragen mich jetzt schnell nach Hause? Dankeschön. Boah, wie die Landschaft vorbeizieht. Knä. Lauschi, hilf mir. So laufe ich ständig in Skyrim rum und noch langsamer. Ja, ich kenne das tatsächlich nur von Ark. Dass man so durch die Gegend schlurft, weil man zu voll ist oder weil der Dino zu voll ist. Ich kenne es tatsächlich nur von Ark. Ach nee, und von Medieval Dynasty. Man verfällt direkt in eine Art Geschwindigkeit raus. Ja, genau. Ich bin fast zu Hause. Mach mal langsam, möchte mir die Leid. Mich deucht? Mich deucht? Ihr macht euch lustig über mich. Sonja. Möchte mir die Landschaft anschauen. Ja, genau. Niemals. Natürlich nicht. Wie käme ich zu dieser Idee?
doch hier wieder nicht die Pforte. Dafür sind mir die Tierchen zu wichtig. Dann kann ich doch lieber rauswerfen. Ja, was willst du jetzt hier rauswerfen? Irgendwo hier war jetzt der Zaun, oder? War das nicht hier irgendwo? Am Haus. Ich glaube da, ne? Ist das hier die Pforte? Hier, ne? Ah, herrlich. Auf den letzten Metern. Oh Gott, was ist das da oben? Hallo, was machst du da? Oh, der hängt da fest. Der Schar ist alt und braucht mal ein neues Bett. Ja, der braucht Klaps auf den Hinterkopf. Aber wir machen uns ja gleich leichter. Ich muss erstmal die leeren Flaschen wegstellen, weil die kosten momentan extrem viel. Das macht richtig, richtig Aua. So. Das Bier stelle ich jetzt auch mal ganz kurz hier rein. Nur ganz kurz. Das holen wir gleich wieder raus. Oh, ich kann laufen. Leute, ich kann laufen. Ich kann rennen wie der Blitz. Ich bin der Blitz. So, hier machen wir jetzt mal die Holzbretter rein, die zwei. So, dann müssen wir den Fuchs zerlegen. Benutzen. Bringe das Tier hierher. Beginne. Jetzt haben wir ein Fuchsfell. Wo habe ich eigentlich die Felle gelagert? Habe ich die auch hier drin gehabt? Ja, tatsächlich. Guck mal hier. Sag mir jetzt nicht, dass die... Okay, die stecken. Alles klar. Die Säge lassen wir jetzt auch mal hier. Das Fleisch. Aber morgen müssen wir zu Fuß nach Zalesie, weil unser Dings da noch steht. So, wie sieht's hier aus mit der Maische? Brennt nicht mehr. Och, entferne die Asche. Entferne die Asche. So, mache ich jetzt nicht. Entzünde das Feuer. Ach, keine Maische mehr. Natürlich nicht. Apfelmaische. Einen. So. Warum habe ich jetzt trotzdem wieder Asche in der Tasche? Was soll das? Muss erst die vollen Flaschen entnehmen, die leeren Flaschen entnehmen. Okay. Zwei. Bestätigen. Habe ich drei genommen. Okay. So. Jetzt kann ich hier. Zack. Brennen doch mal länger als 4 Stunden. Nee. Laser können hier rein. Die Flasche kann hier rein. Ich weiß, wir haben Licht, aber... F an. So, sparen wir uns ein bisschen Strom. So, jetzt kriegt er erstmal was zu essen, der Gutste. Hier, Fleisch. Irgendwo hatten wir doch hier so eine schöne... Was ist das hier? Honig? Hier, Erbsen und Kohl. Ach, er ist voll gegessen von dem Fleisch schon. Guck. Soll mal einer sagen, dem geht's hier bei mir schlecht, ne? Kann man ja wohl nicht sagen, dann. Warum nicht? Warum kann ich da jetzt nichts ernten? Da waren doch Sumseln.
Wir müssen den jetzt mal ordentlich ausschlafen jetzt hier. Der muss jetzt mal richtig ordentlich ausschlafen in diesem Gammelbett. Vicky, guck nicht hin. Es wird schlimm. So. Zehn Stunden Schlaf, da träumt, glaube ich, jeder von uns von, ne? Und rette mich vor dem Bösen. So. Der hat hier kein Wasser mehr, also machen wir dem jetzt noch Wasser rein. Was, der soll das nicht trinken? Wieso trinkt der denn das Wasser? Was ist denn bei ihm falsch gelaufen? Der trinkt Eimer aus dem Wasser? Seit wann macht er das denn? So. Zack. Die im Laden nehmen die auch den Schnaps an. Ja, okay. Auch für den gleichen Preis, ja, ne? So, Bierflaschen. Bestätigen. Kann ich die Asche auch so verteilen? Ne, die kann ich wahrscheinlich nicht so verteilen, ne? Wird immer ein Sack werden. Aber das ist auch noch verbuggt, oder nicht? Das ist doch auch noch verbuggt, dass der trotzdem... So, ihr bleibt heute drinne. Ihr müsst drinne bleiben. Bin ich schon wieder über da, über Dings? Tatsächlich, ich bin schon wieder über... Oh Gott. Echt jetzt? Na, lass uns mal zur Toilette gehen.